Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der frischen Filmreihe hier bei Fred Carpet. Ich weiß, ich sehe ziemlich fertig aus, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass wenn ich nicht gerade diese Videos aufnehme oder am Schreibtisch sitze und Texte über Filme schreibe, dass ich dann total damit beschäftigt bin, meine neue Wohnung zu renovieren. Und ich habe soeben für ein paar Stunden lang mein komplettes Wohnzimmer gestrichen. Ich bin super kaputt. Und habe jetzt nicht noch großartig mich irgendwie zurechtgemacht für diese Videos, weil ich das einfach nicht schaffe. Aber ich möchte natürlich trotzdem die Zeit nutzen und mir ein bisschen die Zeit nehmen, über aktuelle Netflix-Filme zu sprechen. Denn die Kinos sind nach wie vor dicht und aus diesem Grund habe ich mir einmal mehr das Netflix-Programm und Amazon Prime-Programm angeschaut. Zu Filmen, die jetzt neu auf diese beiden Streamingdienste kommen, aber keine Netflix-Originale sind, also die einfach jetzt neu ins Programm aufgenommen wurden. Dazu habe ich mir ein paar rausgesucht und im Podcast darüber gesprochen. Also hört da gerne mal rein. Vergangene Woche ging es unter anderem über Greatest Showman, der ab sofort bei Netflix zu streamen ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da gerne mal oder wenn ihr da mal reinschauen mögt. Aber es geht jetzt in den Videos dieser Woche vor allen Dingen um Filme, die ja neu sind, die direkt von Amazon von Netflix in diesem Fall in Auftrag gegeben wurden, weil von Amazon gibt es momentan nicht so viel Neues. Und ein Heimkinostart ist auch noch dabei, aber dazu dann am Ende mehr. Jetzt geht es erstmal um einen neuen Horrorfilm bei Netflix und dieser heißt His House. His House ist ein Film, in dem es um ein Flüchtlingspaar geht, die ja, in einer sehr, sehr beschwerlichen Reise aus dem Sudan flüchten und in Großbritannien landen. Nach einem, ja, kurzen Aufenthalt in einer Flüchtlingsunterkunft kommen sie von der Regierung ein Haus zugewiesen und dürfen hier quasi Asyl auf Probe oder erhalten quasi Asyl auf Probe, so heißt es in dem Film. Und sie müssen sich sehr, sehr gut benehmen, sie dürfen keinen Job annehmen, sie, ja, dürfen nicht aus der Reihe tanzen, so blöd das klingt, um die Chance zu haben, dauerhaft in Großbritannien zu bleiben. Und was ihnen ein wenig einen Strich durch die Rechnung macht, durch dieses Vorhaben, ist, dass es in dem Haus, wo das Pärchen wohnt ab sofort, das ohnehin sehr, sehr heruntergekommen ist und wo die Tapeten von den Wänden ja, bröckeln und alles ist irgendwie kaputt und es ist nicht wirklich einladend, dort zu leben. Hinzu kommt, dass es in diesem Hause spukt, beziehungsweise ab sofort wird das Pärchen jeweils von düsteren Visionen heimgesucht, die erst relativ willkürlich anmuten und mit der Zeit allerdings, ja, erschließt sich so ein wenig, dass diese Visionen oder dieser Terror, der sie heimsucht, dass der, ja, daher rührt, was den beiden vor ihrer Flucht passiert ist, beziehungsweise es sind so ein bisschen die Geister der Vergangenheit, die die beiden hier heimsuchen. Und das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte. Man ist dazu geneigt, und das habe ich vor kurzem schon mal getan, nämlich im Fall von Antebellum, man ist dazu geneigt, auch His House mit den Filmen eines Jordan Peele zu vergleichen. Und so langsam dünkt mir ein wenig, dass es ja generell einfach ein Trend ist, zu sagen, wir ergänzen das Kino für die Black Community in den USA, wo es ja schon immer Filme gab, die explizit an die Black Community gerichtet waren, insbesondere im Comedy-Sektor. Da denke ich so an die Barbershop-Filme beispielsweise. Es gibt also einen ganz eigenen, ja, eine ganz eigene, nicht, wie soll ich das sagen, nicht Zielgruppe. Die Zielgruppe ist die, die bedient wird, sondern es gibt so eine ganz eigene Entertainment-Zweig einfach, der sich an die Black Community richtet und da ist durch Jordan Peele, durch seine Filme wie Get Out, durch Wir, ist so ein bisschen auch der Horror in die Richtung gerückt. Ich verweise an dieser Stelle einmal ganz kurz auf den Podcast zur Dokumentation Horror Noir, die vor kurzem erschienen ist in den deutschen Kinos. Die widmet sich nämlich explizit, ja, widmet sich dem Horrorkino, das vor allen Dingen, und wie die Black Community das Horrorkino eben beeinflusst hat. Nun ist eben Jordan Peele derjenige, der das Ganze so ein bisschen antreibt und His House, ja, geht auch ein bisschen in die Richtung, wobei der Vergleich hier im Gegensatz zum eher gescheiterten Antebellum durchaus berechtigt ist, denn das, was der Regisseur bzw. die Regisseurin hier macht, ist eine Geschichte erzählen, ein Flüchtlingsschicksal erzählen, mit
verschiedenen Horrormechanismen. Sie erzählt im Grunde so ein bisschen zwei Filme auf einmal, beziehungsweise eher zwei Geschichten auf einmal. Einmal das unfassbar tragische Schicksal dieses Flüchtlingspärchens, die Umstände, die zu der Flucht geführt haben und dann eben dieser knallharte Horrorplot. Die beiden werden konfrontiert mit furchtbaren Schreckensvisionen, immer wieder inszeniert in klassischer Jumpscare-Manier. Das heißt, falls für die Leute, die es nicht wissen, ein Jumpscare ist eine Szene, die provoziert, dass man als Zuschauer kurz im Kinosessel hochschreckt. Also, dass man aufspringt, entweder weil es gerade wahnsinnig laut geworden ist, dieses kurze Erschrecken dabei, oder weil beispielsweise eine gruselige Fratze in die Kamera springt. Und diese Jumpscares sind umstritten, weil es ist natürlich eine sehr, sehr billige Methodik, Leute kurzzeitig in Angst und Schrecken zu versetzen, aber das geht selten mit Atmosphäre einher. Und gerade so bei Leuten, die schon viele Horrorfilme gesehen haben und die nicht so sehr auf diesem Geisterbahn-Horror stehen, ist dann am Ende ja doch die Atmosphäre das ganz Entscheidende. Und bei Hill's House ist es nun tatsächlich so, dass hier beide Sachen Hand in Hand gehen. Wir haben eine unfassbar beklemmende, unangenehme Atmosphäre, und zwar von Anfang an, obwohl man gar nicht so richtig festmachen kann, woran das genau liegt. Weil eigentlich ist der Film von Anfang an sehr als Drama inszeniert. Man kommt lange Zeit gar nicht unbedingt darauf, dass es ein Horrorfilm sein soll. Wir bekommen Szenen präsentiert, wir sehen die Flucht der beiden Protagonisten, wir sehen, wie sie plötzlich in dem Haus sind, wie sie sich anpassen müssen, wie er das auch irgendwie versucht und anfängt plötzlich Fußballlieder zu singen und plötzlich anfängt mit Messer und Gabel zu essen, obwohl es entgegen der Tradition ist, während sie aber eben doch stark versucht, ihrer Tradition treu zu bleiben, die sich, die weiterhin auf dem Boden sitzen möchte, die weiterhin mit den Händen essen möchte, die sich immer wieder auf ihre Wurzeln besinnt. Und so gibt es relativ früh halt diesen, auch ein bisschen diesen Culture Clash, der nicht nur daher rührt, dass die beiden eben in eine neue Kultur kommen, sondern auch, dass beide eine ganz unterschiedliche Einstellung gegenüber dessen haben, wo sie herkommen und auch gegenüber dessen, wie sie damit weiterverfahren wollen, wie sie das in ihr neues Zuhause eben übertragen wollen. Und das ist super spannend und super interessant und auch von Anfang an sehr, sehr vollgepackt mit Sozialkritik. Wir sind hautnah eben dabei, wie das Ganze funktioniert, wie dieses Asyl auf Probe, wie es eben genannt wird, was für Auflagen daran geknüpft sind und wie hier halt plötzlich aus diesen beiden Menschen, aus diesen beiden Persönlichkeiten, wie die einfach abgefertigt werden und wie sie so ein, irgendwie auch ihre Menschenwürde ein Stück weit verlieren und wie es plötzlich gar nicht mehr wichtig ist, ob die beiden irgendwie, Menschen sind, ob das menschliche Schicksale sind. Werden einfach abgefertigt von der Regierung in ihrem Status als Flüchtling, so als wäre man plötzlich eben nur noch Flüchtling, wenn man aus, in diesem Fall, einem von Krieg heimgesuchten Land flüchtet, als wäre man plötzlich kein Mensch mehr. Und das ist schon sehr, sehr interessant, wie His House erstmal diesen ganzen Part schafft, sehr emotional, aber nie irgendwie heuchlerisch und nie in dem künstlich auf die Tränendrüse gedrückt wird, das zu veranschaulichen. Einfach mal so hautnah dabei sein bei einem Paar, dem es so ergeht wie hier. Und dann kommt aber eben dieser Horrorplot dazu und diese unfassbar fiesen Jumpscares, diese ganz unangenehme, es ist eine ganz unangenehme Symbiose aus der ohnehin fiesen Situation für die beiden. Und dann kommt eben auch noch dieser Horror dazu. Dieses Mal sehen wir halt wirklich Gestalten, die plötzlich auftauchen. Mal sehen wir nur Schatten, mal sehen wir irgendwie Bewegung, mal sehen wir, wie sich das Licht irgendwie großartig verändert. Also das sind immer so Kleinigkeiten, die man auch in anderen Filmen schon gesehen hat. Es ist jetzt nicht so, dass His House jetzt irgendwie das Genre neu erfinden würde. Und wenn man zuletzt beispielsweise Conjuring, um wirklich einen gelungenen Kandidaten zu nennen, mal nimmt, da ist sogar ein Conjuring eher noch subtiler. Und auch wenn selbst ein Conjuring mit Jumpscares arbeitet, His House ist schon so, der geht ordentlich rein und der weiß auch darum, wie er in den entscheidenden Momenten eben genau mit Lautstärke, mit plötzlich auftretenden optischen Reizen eben arbeiten muss, damit man im Kino, oder im Kinosaal nicht, weil er hat hierzulande keinen Kinostart bekommen, aber damit man zu Hause halt eben in permanenter Anspannung ist. Aber das ist eben die große Stärke an His House,
Diese Anspannung, die der Film kreiert, kreiert er nicht nur durch die Jumpscares, sondern durch das ganze Szenario. Und wenn sich so nach und nach eben aufdröselt, was es mit diesen Visionen auf sich hat und wie denn sich auch die Geschichte der beiden entspinnt und wenn eben man hinter die Fassade blickt der beiden und so, dann eröffnet sich da einem wirklich schon ein großes Drama und das ist sehr morbide, das ist aber auch sehr überraschend. Also der Film, wenn er am Ende wirklich aufklärt, was denn Sache ist, dann ist man durchaus überrascht. Ich würde es nicht unbedingt Twist nennen, aber es ist schon ein gewisser Überraschungseffekt da. Und das ist einfach von der ganzen Atmosphäre her wirklich sehr, sehr gelungen. Auch wenn der Film gleichzeitig ein Tick zu lang ist, wenn das immer wieder dann doch hin und wieder mal übertreibt mit den Jumpscares, erst recht, wenn es so in die Zielgerade geht, wenn dann da auch noch so CGI-Kreaturen und so weiter auftauchen, die nicht so hundertprozentig gelungen sind optisch, ja, dann wird das alles ein bisschen zu viel, dann wird das zu hysterisch und das ist ja nun mal eben das Problem, das viele Horrorfilme haben, wenn sie dann so im Finale die Hosen runterlassen müssen und wenn sich dann so der ganze Spuk offenlegt, dann kristallisiert sich ja meistens heraus, ist das ein Film, der wirklich was kann oder der die ganze Zeit nur plumpe Effekthascherei eben betrieben hat. Und das ist im Falle von His House so ein bisschen, der verkauft sich am Ende so ein bisschen unter Wert, weil eigentlich die Geschichte, die er erzählt, und es wird unfassbar kritisch und wie gesagt, der Vergleich mit Jordan Peele ist an dieser Stelle nicht weit hergeholt, weil hier eben das Schicksal von Flüchtlingen anhand Horrorstilistik, anhand einer Horroraufbereitung eben erzählt wird. Und das ist alles schon ziemlich gut gemacht, aber wie gesagt, am Ende wird er dann doch ein Tick zu reißerisch. Das hätte er ja eigentlich nicht verdient und auch nicht benötigt, weil er da einfach im Großen und Ganzen so viele verschiedene Emotionen irgendwie triggert und wirklich ein ansonsten wirklich sehr stimmiges und sehr solides Bild abgibt mit zwei ganz, ganz großartigen Hauptdarstellern und mit wundervoller Optik, die immer wieder es schafft oder die Bildsprache des Films schafft es auch immer wieder, die beiden Ebenen Flüchtlingsdrama und Horrorfilm zusammenzuführen auf eine großartige, wunderhübsche Weise. Und da ist His House an sich wirklich gelungen. Zum Ende hin lässt dann ein bisschen nach, ohne dass er es eigentlich müsste, weil erzählerisch hat der Film wirklich was drauf und löst auch da am Ende eben das Versprechen ein, dass da was kommt. Und das ist keine Luftnummer, dieser Film. Aber wieso er dann sich audiovisuell am Ende so sehr auf die Eskalation beruft, das ist vielleicht dann auch ein bisschen dem geschuldet, dass viele Zuschauer sich das wahrscheinlich erhoffen, wenn sie sich einen Horrorfilm ansehen, dass es dann am Ende eben eskaliert. Ich persönlich bräuchte das nicht, der Film bräuchte es auch nicht. Es ist nun mal so, am Ende allzu sehr kann es dem Film dann doch nicht schaden. Es ist wirklich ein richtig guter, gelungener Horrorfilm mit Message, mit Substanz. Und deshalb möchte ich da auf jeden Fall an euch appellieren, euch mal vielleicht, wenn ihr dem Genre zugeneigt seid, euch His House anzuschauen, wenn ihr so Filme mögt, wie beispielsweise Get Out, der an dieser Stelle eben nun mal stilprägend ist, in dem Genre oder in dem Subgenre Black Community Horror, dann schaut euch unbedingt His House an. Ich glaube, das ist wirklich ein gelungener Geheimtipp für euch. Und ich hoffe sehr, dass ich euch ein bisschen Lust auf den Film machen konnte. Und damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ja, was ihr zu dem Film denkt, was ihr zu unserer Arbeit denkt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr euch wünscht mal, dass wir über irgendetwas reden, worauf ihr unbedingt Bock habt im Filmbereich natürlich. Und dann kommen wir dem sicherlich sehr bald nach. Ansonsten könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten, wie immer über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram. Und diese Woche, wenn ihr immer noch nicht wisst, womit ihr eure freie Zeit momentan vertreiben sollt, wenn ihr schon nicht ins Kino kommt, dann habe ich auch diese Woche noch ein paar andere Kandidaten, über die ich natürlich spreche. Das ist neben His House unter anderem auch die weihnachtliche Rom-Com Holiday und um im Horrorgenre zu bleiben, ich spreche auch noch über Du hättest gehen sollen, ein Blumhouse-Gruselschocker mit Kevin Bacon und Amanda Seyfried, der nicht ins Kino kommt, der dafür aber ab sofort auf DVD und Blu-ray erhältlich ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei His House, bei den anderen Filmen generell, beim Filme gucken und dann hoffe ich sehr, dass wir uns demnächst wo auch immer wieder hören und wiedersehen. Bis dahin!